Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ja, gut. Ich muss etwas gestehen. Ich habe Sigurd und den Assassinen. Oh, da war eine Rotte. Jedenfalls habe ich die beiden irgendwie verlegt. Ich weiß nicht genau, wo die abgeblieben sind. Irgendwo unterwegs. Schwund ist überall. Das heißt, wir müssen jetzt alleine hier rein und die Vorräte schmälern, um Kyotvi zu schaden. So. Beziehungsweise nicht nur, um ihn zu schaden, sondern auch, um ihn irgendwo aus der Reserve zu locken. Das könnte interessant werden. Ich glaube, der dort möchte gerne meine verborgene Klinge schmecken. Wie, sie vermisst hab? Oh, hi Sigurd! Okay, also Sigurd ist offensichtlich gerade wieder aufgetaucht. Wo der andere Typ geblieben ist, ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, Schwund ist überall. Gott, ich liebe den Bogen, ne? Ich liebe diesen Bogen. Ups, wer hat uns gesehen? Wer hat uns gesehen? Oh. Oh, da haben uns ein paar mehr gesehen. Naja, egal. Bring mir hin. Ich hab noch ein bisschen Proviant. So, eins. Zwei. Drei und vier. Da ist Nummer fünf. Ups. Da. Okay, das war ein bisschen ungünstig. Okay, gut. Hat das funktioniert? Hat das wirklich funktioniert? Tschüss! So, das war der nächste. Da hinten haben wir noch einen. Come on, come on. Das ist echt kacke, wenn die uns schon alle gesehen haben. So viel zum Thema. Wir machen jetzt einen auf Assassinen und wir bleiben unbemerkt. Ja, der Wille zählt, oder? Oh oh, weg, 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 weg! Okay. Ups. Das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich hab diesen Monat einen gefallen. Oh, hier sind echt viele. So, ich muss eigentlich nur das Ding hier kaputt hauen. Eigentlich. So. Ja, lauf, 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 lauf. Dann brauchen wir demnächst ein bisschen Nahrung. Ansonsten sieht das ein bisschen übel hier aus. Wissen die, wo wir sind? Die hat gesehen, wo wir sind. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Das glaube ich nicht, Mäuschen. Ich glaube eher du. Auch wenn ich nicht vorher sterbe. Hat das was gebracht? Er macht das gut.
schönes Ding. So, ich brauche Nahrung. So. Next one. Du kämpfst? Du kämpfst nicht. Wieso habe ich immer das Gefühl, dass er kämpft? Obwohl er nicht kämpft. Da hast du zu tun, als würdest du kämpfen. Oh. Du kämpfst ja wirklich. Ja, gut. Oh, wow. Nicht optimal, aber wir waren stets bemüht. Ups. Okay, gut. Das nächste Mal versuche ich ein bisschen entspannter zu infiltrieren. So, dass es hoffentlich keiner mehr mitbekommt. Und ich habe keine Pfeile mehr. Ich hätte gern Pfeile. Da kommen Schiffe! Wie? Da kommen Schiffe. Was für Schiffe? Was für Schiffe? Wie gut. Gut. Das sieht nicht aus, als ob das befreundete Schiffe wären. Grüße, Rabenclan. Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr. Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Wir haben dasselbe Ziel, wir brauchen deine Männer nicht. Was hast du davon? Warum setzt du deine Leute für uns aufs Spiel, König? Was gewinnst du dabei? Dieser Krieg zwischen Kjötvis Clan und dem euren brodelt schon lange an meiner Südgrenze. Ich will, dass er aufhört. Solange Kjötvi lebt, wird es keinen Frieden geben. Doch dein Vater und ich sind uns in vielem einig. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam.
klingt gut. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Dankeschön. Eivor, hilf uns hier mal. Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Oder ein neuer beginnt. Flirly. Here we are. Hat hier auch schon ein Krieg getost? Vielleicht kann ich hier ein bisschen meinen Proviant aufstocken. Das wäre großartig. Bevor wir weiterziehen. Aber Sigurd hat verdammt viele Männer, oder? Alle sind auch immer gut. Hey Freunde, habt ihr was zu essen für mich? Ah, sieht nicht so aus. Obwohl, lass mich lügen. Das sind nicht die Männer von Sigurd. Ich glaube, das sind die Männer von König Harald, oder? Na gut. Gucken wir mal. Aber auch ich stelle mir die Frage, was hat er davon? Ich traue ihm nicht so ganz. Aber mich würde interessieren, was er für Haarpflegeprodukte er benutzt. Haben wir die beiden Assassinen. Sigurd scheint oben zu sein. Hey. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Heute nun muss meine Klinge das Werk von Skulds scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Kriegerskalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Basim, Heitam. Diese Fehde ist nicht die eure, und doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam.
Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Haitham ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Haitham, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Aber wie kommen die Templer nach Nordwegen? Dieser Kampf gehört mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie mein Rabe sich an dir satt frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmann, um sich an mir zu versuchen. Dies ist meines Vaters Schande. Heute hole ich die Ehre zurück, die er verlor. Ich rufe einen Holmgang aus! Hier! Gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfsmann. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Du hast mein Leben zerstört. Nun nehme ich deins. Du bist so schwach, wie dein Vater es war. Du solltest tanzen und nicht kämpfen. Das werden wir sehen, mein Freund. Ah! Oh, verdammt! Deinem Tod entkommst du nicht. Muss der so stark sein? Steh auf, Eivor. Heute ist nicht dein Todestag. Was? Warum stirbst du nicht einfach? Wir sind nicht allein, Kjötvi. Der Allvater sieht zu. Oh, shit. Ich werde sowas von verlieren. Meine Klinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Welt verlieren. Aber offensichtlich will der Allvater, dass wir gewinnen, ha? Huh? Wieso habe ich das bisher noch nicht genutzt? Nein, nein, nein! Meine Güte, stirb doch einfach! Ah! What? Der. Aber Haitham ist jetzt nicht tot, oder? Schändlicher Trick, Wolfsmann. Du bist das Kind deines Vaters. Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Okay, okay, wir kriegen das hin. Ich schaff das. Ich schaff das. What? Der schmeißt mit Leichen? Oh. Hörst du mal auf, mit Leichen zu schmeißen? Steh auf, Eivor.
Vater. Odin. Was verlangst du von mir? Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmal, und den Ruhm meines Todes. Schmelztiegel eures Untergangs! Dein Vater ist tot, Gorm. Seine Schuld getilgt. Öffne die Tore und du wirst verschont. Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal. Bogenschützen zielen! Raben zeigt keine Gnade! Bogenschützen! Gott, ist das gut! Feuer! Ich muss von innen ran. Ah, ja, das ist gut. Lasst mich auch mit hoch. So, nee, Freunde. Ich entriegel jetzt erstmal das Tor und lass meine Leute rein. Schnell. Kommt rein! Odin ist mit uns! Oh yeah! Die ziehen sich zurück. Komm, wir gehen gleich noch ein bisschen weiter. Wir ziehen weiter. Oh, wer bist du? Wer bist denn du? Das möchte ich nicht, mein Freund. Easy. Und tschüss. So, das muss ich wahrscheinlich auch von innen. Ja, das muss ich auch von innen. So, wie komme ich da am besten rein? Gucken. Irgendwo muss es eine Schwachstelle geben. Und hier haben wir sie. Da haben wir sie. Komm schon, Ava. Hoch da. Nein, noch lange nicht. Noch lange nicht, meine Freunde. Noch lange nicht. Okay. Weg mit dem Mist. Schlag der Schädel ein. Vergießt ihr Blut. Oh, diese Stimme. So. Natürlich in die Kirche, wohin denn sonst? Weil es ja auch bei den Wikingern Kirchen gab. Hat er wirklich Kirche gesagt? Ich töte dich. Auf der anderen Seite. Ja,
So, weiter geht's. Weiter. Immer weiter. Dich nehme ich auch noch kurz mit. Eine blinde Rachsucht macht dich berechenbar. Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Oh, Maria. Wo bist du? Wo ist er denn? Draußen? Feigling Gorm flieht. Sein Vater starb heute zweimal. Feigling. Tja, ihr Lieben. Wir haben Kjötvis Feste eingenommen. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut und werden im Ruhmestaumel sprechen mit Sigurd, unserem Bruder. Und dann werde ich Heidum auch nochmal den Arsch aufreißen, ja? Meiner, nicht deiner. Aber was soll's? Nicht vergessen, nichts ist wahr. Alles ist erlaubt.